Wie zum... Du Ficker, du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst, ich fürchte, dass du nicht ganz bei der Sache bist. Aber Jace, keine Sorge. Denk an Keith. Keith heult die ganze Zeit nur. Eigentlich geht er mir echt auf den Sack. Halt's Maul! Nein. Erst noch eine Geschichtsstunde. Hör zu. Also Zheng He mit seinen Schatzschiffen, die Schätze für die Ming sammelten. Weißt du noch? Ja, Mr. Baxter, natürlich. Antworte gefälligst. Wenn ich dich frage, antwortest du. Klar. Nun, dieser Zheng He hat einen Kapitän namens Ling Kong. Und Ling Kong hat sich davon gemacht. Mit der ganzen Scheißladung der Cha Yang vom Acker gemacht, ja? Und gesiedelt. Versklavte alle Einwohner, aber Zheng He... Oh, der fiese Zheng He hat sein Reich in kürzester Zeit vernichtet. Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace. Sehr aufgeweckt. Der Schatz. Keiner weiß, wo er ist. Jedenfalls nicht auf dem Boot. Und Ling Kong, der Ficker, ist auch verschwunden. Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht und die blöden Japaner haben die Insel umgegraben. Aber keiner weiß, wo er ist. Also nicht trödeln, Jace. Hau rein. Viel Glück. Ja, hier sind wir eigentlich schon wieder. Und zwar in Far Cry 3. Ich weiß, den Anfang hatten wir letztes Mal schon mal gesehen. Da musste ich mich wirklich entschuldigen. Aber was soll ich machen, wenn der Speicherpunkt eben leider da oben war? Das kann ich ja leider auch nicht ändern. Aber ich hoffe, das sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Falls hier jetzt... Ich glaube, ich werde es jetzt erleben. Irgendwann der Punkt kommt, wo ich denke, hey, hier haben wir, glaube ich, letztes Mal aufgehört. Dann werde ich da die Aufnahme neu beginnen. Falls es mir nicht mal einfällt, müsst ihr euch das leider nochmal antun. Oder ihr überspringt den Part. Ich weiß das ja nicht, wie euch das hier lieb ist. Mir ist das ja eigentlich relativ egal, wie ihr das handhabt. Chinesen, Japaner, Briten, die waren alle mal hier auf der Insel. Takedown. Und auch du bist weg. Sehr schön. Gehen wir mal weiter. Beuterucksack ist voll. Natürlich werden wir sie dann jetzt auch nicht plündern. Mal gucken. Oh, da hinten sind ein paar. So, hier ein Stein für euch. Und... Du bist auch weg. Sehr schön. Genauso wollte ich das doch. Einfach ausschalten, was das Zeug hält. Und das dementsprechend sogar noch halbwegs gut. Oh, jetzt brennen wir. Feuer schnell löschen. Das ist nämlich nicht so witzig. Aber der andere Herr brennt hier ja auch. Oh, ganz, ganz knappe Kiste. Kuh heilen. Nochmal hier kurz zwei Balken raufpacken auf den Lachs. Da haben wir ihn ausgeschaltet. Sehr gut. Gucken, munitionstechnisch scheint hier gerade nicht so viel vorhanden zu sein. Wollen wir nochmal durchschalten auf die andere Waffe. Und zack, du weg. Ach Quatsch, ihn treffe ich nicht. Jetzt aber. So, deinen Kopf treffe ich auch. Das ist doch das kleinste Problem. Und da hinten treffe ich dich auch noch. Und den letzten natürlich dann auch noch. Oh ne, der hat sogar überlebt. Komm, hier kriegst halt gleich eine Granate. Ich hab absolut nicht vor, mich grillen zu lassen. Na, das haben wir beide nicht vor, lieber Jace. Hier, Kiste plündern. Bisschen Kohle, ne? Beuterucksack ist ja, wie jetzt schon mehrfach angesprochen, immer noch voll. Da wird sich jetzt, denke ich mal, auch noch nicht so schnell etwas dran ändern. Hier müssen wir uns aber hinter stellen und die Scharfschützen gleich nach und nach ausschalten. Ich wechsle schon mal auf die dementsprechende Waffe. Dich haben wir... Der nächste stand da oben, glaube ich, auch noch, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Da hinten irgendwo. Ach, Quatsch, den habe ich nicht getroffen. Egal, interagieren, dann schieben wir den Karren auch nochmal leicht nach vorne oder wie man es auch immer nennen möchte. Dann probieren einfach nicht auf uns aufmerksam zu machen. Denn du komische Wurst da hinten kannst dich mal doppelt und dreifach kreuzweise. Wo du mich erwischt, wird hier sonst was passieren.
Das verspreche ich dir hoch und heilig. Breitet sich das Feuer aus? Ich weiß nicht. Sieht aber leicht danach aus. Oh, den haben wir aber getroffen. Nett. Der hat einen schönen Header kassiert. Ah ne, hier können wir noch nicht hoch. Müssen wir wahrscheinlich erstmal rübergehen, oder? Ah, das ist wieder so ein Riesenviech. Na, wollen wir uns doch mal heilen. Stirb! Mehr als die ganze auf den Kopf raufhalten kann ich ja nun auch nicht. Och, ich habe das Feuer doch gerade gelöscht und geheilt und sonst was. Jungs, was soll das denn? Ah, jetzt sind wir auch noch tot gegangen. Ätzend. Naja. Scharfschützen. Ich muss langsam machen. Ja, kriegen wir schon hin, mein Freund. Erstmal die oben ausschalten. Jetzt können wir uns leicht vorschieben. Wie eben schon. Nur, dass halt meine Fehlerquote nicht mehr so hoch sein darf. Komm, wechseln wir nochmal auf die Sniper. Da hinten stand ja auch gerade noch einer. Verdammt. Den habe ich nicht getroffen. Lad nach, mein Freund. Ah ne, Quatsch. Ich habe gar keine Munition mehr. Scheiße. So, dich haben wir. Den habe ich noch nicht aus den Augen gelassen. Haben wir ihn auch? Ja, sehr schön. Nun kurz wieder warten, bis das Feuer leicht erlischt. Oder schieben wir es doch hier mal kurz durch oder drüber. Den letzten Karren. Dann können wir hier... Nein, gut, können wir nicht. Wie kann ich da nochmal Granaten schmeißen? Mit G ging das nicht. J auch nicht, H auch nicht. Kann ich ja mal kurz in... Oh, nee, jetzt kommt diese Meldung wieder. Kann ich ja mal kurz in der Steuerung nachgucken, theoretisch gesehen. Und zwar... Speichern können wir nicht, ne? Genau. Optionen. Gameplay. Fahnenkreuz an. Klar, logisch. Spielhilfe geht natürlich nicht. Draufgänger ist Schwierigkeitsgrad. Das ist schon okay. Steuerung. Steuerung anpassen. Granate, 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 Granate werfen. Mittlere Maustaste. Ja gut, alles klar. Warum nicht? Dann werfen wir doch mal eine Granate drüber. Dann muss da irgendwo so ein Typ rumlümmeln. Da haben wir ihn ausgeschaltet. Schneller als wahrscheinlich nicht. Doch nicht. Oder doch. Schneller als gedacht. So, komm, über das Feuer hüpfen wir rüber. Schaffen wir natürlich nicht. Leiche plündern von diesem Fettsack. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich bin hier gerade mehrfach von diesen Steinen erschlagen worden. Die benutze ich denn jetzt auch mal, um hier meine Gegner auszuschalten. So, das sollte dann, denke ich, mal passen. So, und gehen wir jetzt mal ganz langsam vor. Hau ab mit deiner Granate. Zeug ist eine Katastrophe, die Typen. Nochmal schnell nachladen. Stirb doch! Kann doch nicht sein. Ah! Hat er mich nochmal angeschossen. Oh, jetzt gleich haben wir munitionstechnisch absolut gar nichts mehr. Das ist natürlich nicht so gut. Wollen wir uns jetzt erstmal heilen. Dann gleich ein bisschen anders vorgehen.
Dieses Mal krieg ich dich das. Na, wo bist du? Ah, gucken wir mal. Haben wir hier wieder Munition? Jo, das ist doch schön. Nein, ich hab ihn nicht. Wie schlecht. Ich treffe ihn nicht. Was ist da los? Nochmal. Geht doch. Irgendwo hier muss noch einer rumdümpeln. Nein, ja, so einen Rumhampeltypen, den packe ich auch nicht. Brauche ich nicht wirklich versuchen. Und seinen scheiß Granaten. Soll bloß abhauen. Penner. Brenn selber. Mein Gott. Oh. Das ist hier mit den Steinen immer gar nicht so einfach. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. Aber jetzt schnell Kompass einsetzen. Und den mystischen Raum betreten. Das sollen wir tun. Ach komm, Mann, lass mich doch in Ruhe. Ja, Beuterucksack ist voll, kann ich wieder nichts dran ändern. Haben wir denn jetzt hier? Ja, sehr nett hier. Na, wollen wir mal sehen. Eine Sackgasse. Ja, sieht stark danach aus, es aber... Es muss einen Weg geben, es zu aktivieren. Ja, natürlich einfach dran ziehen, du Vogel. Oder? Und jetzt fallen wir. Oder was? Oh, kommt Wasser rein? Oder irgendwas muss jetzt passieren? Nee, einfach ein Gang legt sich uns frei. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber warum nicht? Ja, komm her. Oh mein Gott. Jetzt ist es tot. Ist es gestorben? Ah, bin ich mal gespannt, wie das hier jetzt weitergeht. Springen. Oh, das war sehr knapp. Hier auch. Gut, laufen wir mal ein Stückchen weiter. So, den haben wir ausgeschaltet. Oh, noch eine Schlange. Ich sehe hier gar nicht alles, was hier gerade so in den Büschen lauert. Muss man sich, glaube ich, wahrscheinlich einmal ein bisschen überraschen lassen. Aber jetzt höre ich auch kein Tier mehr. Scheinbar war das wirklich nur noch die Schlange, die hier rumkrikelte. Aber die haben wir dann jetzt zum Glück ausgeschaltet. Hier ist wieder ein neuer Fahrstuhl, der auf uns wartet. Also Tipp, warum das vielleicht dein nicht so gutes Gefühl auslöst. Es sieht nicht danach aus, als wäre dieser Fahrstuhl stabil. Nur so als kleiner Hinweis nebenbei. Oh. Aber das sieht krass aus. Leicht asiatisch angehauchtes Gebäude. Architektonisch sehr, sehr geil. Und nein. Nein, 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 nein. Was ist jetzt los? Komm, steh auf, Jace. Oh nein. Drück. Sehr schön. Oh Mann, ey. Die machen es einem echt nicht einfach. Komm, es muss halten. Nein, natürlich nicht. Oh. Na, da komme ich sicher nicht raus. Gut, hätten wir aber auch ein bisschen tiefer fallen können. Wo ist jetzt schon wieder eine Schlange? Da. Ja, jetzt ist sie gestorben. Sehr gut. Auch munitionstechnisch sieht es jetzt eher nicht dann... Na doch, jetzt kommt die Anzeige wieder. Na, oh, da sind wir aber ganz schön knapp rübergekommen. So, Geld haben wir genommen. Ich höre schon wieder 10.000 Tiere, sehe aber keine. Ah doch, hier ist wieder so ein nettes Geschöpf.
Ah, stabil ist auch was anderes, das muss man ganz klar sagen. Nächsten Hebel, den wir ziehen können. Oder nee, das ist der nächste Ring für den Kompass. Das stürzt hier alles ein. Oh, schnell jetzt laufen. Na, wollen wir doch mal hier lang? Oder ist das nicht für uns vorgesehen? Ich glaube nicht, ne? Folgen wir mal lieber den normalen Weg. Und alles bricht wieder ein. Oh nein, aber auch über uns. Lauf, Jace. Komm, Bein in die Hand und los geht's. Sprint, was das Zeug hält. Nicht unterkriegen lassen, wir schaffen das. Oh Gott. Schnell. Nicht, dass wir noch irgendwie erschlagen werden oder so ein Kram. Hier rüber hüpfen. Passt. Oh mein Gott. Die ganze rechte Seite gibt langsam nach und bricht nach und nach ein. Und noch ein Sprung. Ah, sehr schön. Gut abgerollt. Und, was ist das? Wieder entsetzt uns das Tageslicht so stark, dass uns das Spiel mit einem Ladebildschirm überrascht. Hey! Und da ist unser Kumpel. Hast du deinen Sender verpasst, oder? Du bist mein Lieblingsschüler. Hm? Hey, lass mich einfach in Ruhe. Jetzt machst du die Ansagen? Das denkst du? Hector, sieht so aus, als hätte ich keine Kontrolle mehr, also bau schnell alles ab. Und dann schlitz Keith von oben bis unten auf. Warte! Warte. War was, Kumpel? Du sagst, wie es läuft. Was für ein Assi, ey. Hector, gute Nachricht. Ich hab wohl wieder Kontrolle. Verschont, Keith. Ja. Was für ein Assi. Bist du mit dem Deutsch schon weiter? Hm? Fast geschafft, glaube ich. Fast geschafft, Sir. Ist das dein Ernst? Na gut, fast geschafft, Sir. Dann bau das Kompassteil ein. Na, sehr gut. Viel kann aber echt nicht mehr kommen. Das Ding ist mittlerweile ganz schön groß. Ich schütte mich dann, okay? Mach's gut. So, wie sieht's aus? Wo sollen wir hin? Nächste Aufgabe, nächstes Ziel. Wollen wir nochmal auf die Karte gucken. Waren wir hier schon mal irgendwo da oben? Können wir theoretisch hier oben hingehen? Zu Relshaw Wreckers House. Jopp, Schnellreise, bitte. Führe mich dorthin. Sail halten, um zu interagieren. Also theoretisch gesehen haben wir auch noch unsere... wo ist es denn jetzt? Wo finde ich denn nochmal gleich unseren... So, alles verkauft, was wir nicht mehr brauchen. Schrotflinten, MPs brauchen wir nicht. Oder MP5. Ne, die Dinger machen mir immer ein bisschen zu wenig Schaden. Faustwaffen. Oh, eine Magnum ist eigentlich fett, aber muss gerade nicht sein. Schrotflinte haben wir jetzt auch schon die nächste zur Verfügung. Die 1.8 oder die 1887. Sagen wir es mal so. Aber wo finde ich denn hier jetzt Spezielles? Unseren Bogen. Hier. Rescue-Bogen. Das ist doch unserer, ne? Jo, das müsste unser eigentlich sein. Denn abmontieren, nö. Scharfschützen, Zielfernrohr. Ah, was ist denn hier? Ja, nehmen wir das mal, ne? Kann man machen. Und ausrüsten für das Scharfschützengewehr. Yep. Akzeptieren. Hä? Ach, wenn wir das abmontieren, geht das alles runter? Alles klar, nein, jetzt habe ich verstanden. Gut. Gehen wir hin. Raus, raus. Und diese Tür öffnen wir wieder. Und sind wieder mal am Tageslicht. Unser Bogen ist wieder einsatzbereit. Theoretisch müssen wir auch irgendwann mal unseren Köcher erweitern. Sind das Gegner? Scheinbar nicht. Die hängen hier wahrscheinlich einfach rum und feiern ein bisschen. Na Jungs, was ist da los? Was ist da los? Auch ein begehrter Spruch eines netten Herrn, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen werde.